Anfang hat man Schiss und ihr seid sicher auf der Bühne durch die Rollen. Okay, die geben euch den Halt. Und ich möchte euch sozusagen den Spaß vermitteln, als eher die Angst. Gott, wir müssen jetzt spielen. Hey, ich darf spielen und ihr könnt eine Erfahrung machen. Und anhand dieser Erfahrung in der Rolle auf der Bühne entwickelt ihr euch weiter. Und es wird euch was bringen, das, was ihr auf der Bühne macht, im Alltag. Okay? Das heißt, all das, was wir machen, es geht ganz viel darum, aus der Comfortzone auszutreten. Aus der Comfortzone auszutreten. Gerade beim Tanzen. Einfach nochmal angehen und ganz konzentriert viel wiederholen, die Haltung klar machen, an den Charakteren arbeiten. Aber es ist nichts anderes als Training, die Fingerübungen machen. Und am Theater macht man das halt irgendwie eine Woche lang oder irgendwie vier Wochen und wir haben dafür nur einen Tag.